Ja, hallo Lieben, ist Christian Schemmeier, Paartherapeut Beziehungscoach und Coach sowieso in Hamburg, Berlin und in der Nähe von München. Diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, Lichtverhältnisse sind gerade nicht so optimal, aber sind doch für Sie ja so viele Sachen reingekommen und ich werde das jetzt hier mal anfangen abzuarbeiten. Genau. Wir haben ja eine schöne Frage. Es geht so ums Thema, hat unsere Beziehung noch eine Chance? Heute zum letzten Mal nutze ich ja nochmal die Gelegenheit, Code Licht 25% auf all meine Kurse. Nur noch heute, Bindungsangst, Verlustangst, Liebeskummer und so ein paar spirituelle Themen und Coachings. Genau. So, jetzt schauen wir mal, wo es losgeht. So, mein Freund und ich haben uns über eine Freundin von mir kennengelernt. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Ich fand ihn attraktiv, Chemie war da. Er hat keinen Move in meine Richtung gemacht. Ja, ich lese jetzt mal weiter. Den ersten Schritt habe ich auf ihn zugemacht, als ich ihm letztes Frühjahr einen Artikel per Mail geschickt habe. Seine Adresse hatte ich von meiner Freundin. Ja, tatsächlich finde ich das jetzt alles normalen Start, weil mal ehrlich gesagt, sage ich ja mal wieder, die Frau sucht aus, ne? Klar, der Mann muss die Dates machen, die Frau sucht aus. Und das ist eigentlich so eine typische Sache, wenn das mal ein Mann hört hier, was Frauen dann machen, dass sie einem irgendwas schicken, also sich irgendwie in den oder neben ihn stellen oder also sich irgendwie in seine Umlaufbahn werfen, ne? Und als Mann, der weiß, was er tut, weiß man eigentlich sofort, was Sache ist und muss dann eigentlich nur noch sagen, hey, cool, finde ich super, wann hast du Zeit, wo wir uns nicht treffen? Ne? Was er jetzt aber nicht macht. Ich schlug dann vor, dass wir uns mal im Park treffen können, um ihn zu lesen. Ja, das finde ich jetzt zu viel. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen akademisch, also natürlich könnt ihr das so machen, aber ich bin der Meinung, man sollte den Mandy-Dates machen lassen, wo wir jetzt auch später sehen, dass tatsächlich sich das zum Problem ausweitet. Ich sage jetzt nicht, dass eine Beziehung so nicht starten kann, dass es nicht funktioniert, aber es geht einfach darum, frühzeitig Weichenstellungen zu machen, dass einem vielleicht das eine oder andere erst gar nicht passiert. Also ich denke, das hätte er machen müssen, das Date. Um zu lesen, also dass es da nicht um den Artikel geht, das sollte wirklich jedem klar sein. Jedem auch dem begriffsstutzigsten Mann, sag ich mal so. Ich wusste, dass er Literatur interessiert ist. Heute muss ich schon schmunzeln, wenn ich dran denke, weil ich bei dieser Aktion schon sehr genau geschaut habe, dass wir was machen, was ihm sicher gefällt. Gar nicht so sehr, ob es mir genauso gefällt. Ja, aber finde ich jetzt typischen Weg, wie eine Frau grundsätzlich jetzt Interesse signalisiert, finde ich jetzt alles in Ordnung. Und ist jetzt auch so in deiner Polarität, denke ich so. Es kam zu dem Parkdate. Wir hatten Spaß, waren noch etwas schüchtern. Am nächsten Tag gegen Abend kam er zu mir nach Hause zum Essen. Wer hat denn dieses Treffen ausgemacht? Nach dem Essen haben wir uns geküsst. Es wäre auch interessant zu wissen, wer wen geküsst hat. Dann könnte man vielleicht noch mehr sagen, aber gut. Kurz danach unterbrach er aber die romantische Situation. Die Situation mache ihm Angst. Er sei nicht gut in Beziehungen. Sabotage? Fragezeichen. Ja, habe ich ja gerade ein Video zu gemacht. Ja. Wirkt jetzt nicht sehr zielorientiert, sagen wir mal so. Ne? Der Vibe war jedenfalls gekillt. Wir haben noch einige Zeit drüber gesprochen, doch ich wusste, die Sache hat sich wahrscheinlich erledigt. Ja, also bis hierhin eigentlich normaler Ablauf. Du hast festgestellt, dass er ja entweder wirklich unerfahren ist und Frauen ihm Angst machen oder ja, bindungsängstlich unterwegs ist. Beides ist vielleicht nicht so optimal, ne? Ja, hier wird gebohrt ein bisschen. Ich hoffe, dass so einigermaßen hin. So, meine Verhaltenstherapeutin sagte zu mir, suchen Sie sich niemanden, der einen zu großen Rucksack hat. Ja, bin ich voll bei seiner Verhaltenstherapeutin. Gut gesagt. Sie werden keinen fertigen Menschen treffen, das gibt es nicht, aber bitte niemanden mit zu vielem Gepäck. Ja, sehe ich genauso. Und diejenigen, die viel Gepäck haben, können ja auch was abarbeiten, so, ne?
Ich war vor ein paar Jahren an einer Depression erkrankt, bin aber jetzt wieder weitgehend symptomfrei. By the way, du wurdest mir von meiner Verhaltenstherapeutin empfohlen. Ja, das freut mich. Genau, er und ich hatten nach jedem zweiten Treffen keinen Kontakt mehr. 2 Monate danach schrieb er mir in WhatsApp und fragte nach einem Date. Ja, okay, also warum nicht? Immerhin macht das jetzt. Gut. Ich sagte ja, heute denke ich, dass ich da wohl schwach war. Standards hatte ich keine. Jetzt natürlich die Frage, hat er jetzt wirklich schon Standards gebrochen? Man hat dich ja nicht beleidigt. Und ja, also man könnte jetzt höchstens denken, dass er halt nicht so richtig in seiner Polarität ist. So, ne? Ich habe jetzt nicht auch schon ein bisschen vorgeluschert in der Mail. Ansonsten wär das jetzt auch ein typisch bindungsängstliches Verhalten. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es da nicht so drum geht diesmal. Also es ist ein bisschen eine andere Story. Vielleicht, ich habe leider jetzt auch nicht geschrieben, wie alt ihr seid. Vielleicht seid ihr auch eher jünger. Ja. Es war schön, es gab Chemie, er küsste mich, ich mochte ihn, wusste ich ja. Jetzt erwarte ich aber von ihm, dass er mir bewies, dass er jetzt sicherer mit mir sei. Ich glaube, du meinst jetzt sicherer tatsächlich im Sinne von Polarität, auch wenn dir das vielleicht selber nicht so klar ist, so, dass er halt weiß, was er will, so, ne? Er sagte mir, er hat sich in den letzten beiden Monaten coachen lassen. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Also wir alle sind auf dem Entwicklungsweg hier, ne? Ist doch schon mal gut. Er sagte mir auch, er habe ach, jetzt doch ein Alter, mit Ende 20 bislang noch keine ernsthaft längere Beziehung gehabt. Ja, das würde ich von abraten, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt werden mir wieder Leute schreiben, die sagen, ja, aber ich war selber noch nie in einer Beziehung, was soll ich denn machen? Aber das heißt ja nicht, dass zwei, die große Beziehungsthemen haben, unbedingt zusammen eine Beziehung sollten. Ne? Vielleicht sollte einer ein bisschen bindungssicherer sein. So. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die mir schreiben, dass die ja offensichtlich ein Thema haben mit Beziehungen. So. Also das würde ich an deiner Stelle jetzt nicht machen. So. Also bei mir wäre das, wenn eine Frau das sagen würde, wäre für mich Dealbreaker, einfach weil ich weiß, also meine, gut, heute ist es vielleicht eine andere Sache, aber ich weiß, dass ich selber ein sehr angeknackstes Bindungssystem hatte, zumindest, was man auch sicherlich wieder vorholen könnte. Und das wäre mir einfach zu riskant. Das heißt nicht, dass es schlecht, dass das jetzt irgendwie irgendwas Schlechtes wäre per se. Ich wüsste nur, dass es mit mir nicht kompatibel wäre, so, ne? Aber dann, ob das mit dir jetzt kompatibel ist, ist die Frage. Meistens schreiben mir ja die Pluspole. Beziehungsweise die Leute, die so ein Retterthema haben. Und wobei das hier jetzt ein bisschen eine andere Wendung nimmt, das finde ich irgendwie ganz spannend, eigentlich. Es folgten Treffen und Gespräche, wie ich mir eine Beziehung vorstelle, und er meinte, er wüsste nicht, was eigentlich eine Beziehung sei. Das ist mit 30 schon echt hoch auffällige Bemerkung. Insgeheim dachte ich, ich zeige ihm einfach, wie eine Beziehung geht, wir rufen uns ein und führen dann eine glückliche Beziehung. Ja, so funktioniert es halt nur nicht. Das ist halt kein Zufall, dass jemand mit 30 noch nie eine Beziehung hatte. Das hat halt was zu sagen. Natürlich weiß der, wie eine Beziehung geht. Er hat es nur bis hierhin aus irgendwelchen Gründen nicht hingekriegt, so, ne? Ich besuchte ihn dann noch in Kopenhagen, wo er eine Zeit lang arbeitete. Eine Freundin von mir fragte mich, ist das nicht auch sehr anstrengend, was du alles machst? Im Prinzip hat sie damals den Nagel auf den Kopf getroffen, aber ich konnte es vor mir und vor ihm nicht eingestehen. Ich habe aber dadurch angefangen, darüber nachzudenken, ob ich nicht viel mehr als er investierte. Ja, das ist immer eine schlechte Sache. Das ist natürlich jetzt typisches Pluspolverhalten. Und wie gesagt, es gibt viele Varianten, warum Menschen wenig investieren. Das ist nur eigentlich nie was Gutes so, ne? Ab so und so, so und so, Datum bezeichnen wir uns als Paar. Meiner Therapeutin erzählte ich, dass ich jetzt einen Freund hätte, aber ich erzählte ihr nicht, dass er es ist, weil ich Angst vor ihrer Meinung hatte. Du solltest deiner Therapeutin alles erzählen. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht alles erzählen, dann solltest du mit ihr darüber reden. Ich habe das Gefühl, ich kann dir nicht alles erzählen. Das wäre wirklich wichtig, glaube ich, für eure Therapie. Dass ich da nicht ehrlich war, ist nicht gut. Ich habe es dir bis heute nicht gesagt. Dann passierte dieses Jahr etwas Trauriges. Ja, es gab ein großes Live-Event in seinem Leben. Dadurch habe ich auch seine Familie kennengelernt.
Er brauchte mich jetzt und natürlich war ich für ihn da, weil ich es auch als meine Pflicht ansah. Ich merkte aber gleichzeitig, dass die Tatsache, dass er mich auf einmal so sehr brauchte, mich irgendwie abstieß. Ja, das ist jetzt spannend, ne? Weil dieses Live-Event ist jetzt schon ein heftiges Live-Event, wo, glaube ich, jeder Unterstützung brauchen wollen würde. Liebe Chip Konditional 3 wieder von seiner Freundin. Und das ist interessant, dass dich das irgendwie abstößt, ne? Das habe ich bislang noch nie ausgesprochen, weil ich mich dafür schäme. Ich habe dem auch keinen Raum gegeben, sondern war einfach für ihn da. Wenn er allgemein meine Hilfe brauchte, dann triggert mich das an. Egal, ob es etwas in seiner Arbeit ist, womit er nicht gut zurechtkommt, oder eine Zahn-OP. Ja, da müsstest du wirklich gucken, warum, weil das wäre ja schon auch so einer weiblichen Polarität dann zu geben. Man kann es abgesehen davon, dass einfach menschlich natürlich auch ein Mann mal scheiß Tage hat und mal was braucht von seiner Freundin, also jetzt auch mal so emotionalen Beistand. Ja, ich bin da zwar für ihn da, aber irgendwie mache ich das dann vor allen Dingen aus Pflichtbewusstsein und bin eigentlich schnell genervt. Auf jeden Fall heißt das, dass du hier nicht mehr so richtig in deiner Polarität bist. Ich ziehe das jetzt mal an dem Thema so ein bisschen auf und nicht mal richtig verliebt bist, sonst würdest du das nicht denken. Mir gegenüber hat er es auch schon angesprochen, nämlich, dass er sich da mehr Fürsorge von meiner Seite wünsche. Ja, finde ich gut, dass er es sagt. Also, kann ich auch verstehen. Ich glaube, ich tue es mehr als Pflichtbewusstsein als aus Liebe. Das spürt er sicher. Und ich schäme mich dafür. Ja, Scham bringt sich da nicht weiter. Ich würde das einfach ganz neutral angucken. Was zeigt sich mir da? Was zeigt sich da bei meinem Liebeschip? Was darf ich da lernen? Ja. Ich denke aber, dass ich schon viel investiere und finde, er könnte sich jetzt etwas zusammennehmen, wofür ich mich schäme und es nicht ausspreche. Erster Mann, warum bin ich bei ihm so schnell genervt? Ja, also zwischen den Zeilen lese ich hier, dass es ein Polaritätsthema gibt. Vielleicht ist es eben nicht nur die Zahn-OP und dieses große Live-Event. Vielleicht ist es auch andersrum so, dass du das Gefühl hast, also weil das auch am Anfang schon so war, dass er einfach nicht genug in seiner männlichen Polarität bist, dass sich das abstört, dass du ihn needy findest, zu schwach. Und das sind auch manchmal Sachen, die sich so energetisch übermitteln, ne? Wo man dann gerade eine Frau gar nicht viel drüber nachdenkt und dann fühlt sie plötzlich, die ist abgeturnt sein. Ist schwierig, ne? Aber vermute mal, dass es noch mehr Beispiele gibt, da würde ich mal gucken und natürlich müsstest du das irgendwann ansprechen, dass du sagst, irgendwie, weiß ich nicht, bist du für mich nicht Mann genug, ne? Oder wie du auch immer das ansprichst. Ist natürlich ein Scheißgespräch, ne? Und da kann man ja zusammen gucken, ob es sein Thema ist, dein Thema ist, euer beider Thema ist. Weil vielleicht hat er dich jetzt auch wirklich nur für diese Zahn-OP und so gebraucht. Da könnte man sich überlegen, warum hast du da so eine Blockade, das zu geben? Wäre ein spannendes Gespräch, wo wir sicherlich beide was lernen könnten. So. Kleiner Sprung zur Beziehung meiner Eltern. Mein Vater ist sensibel, meine Mutter die Macherin. Ich wünsche mir, glaube ich, insgeheim einen stärkeren Mann. Ja, da war es ja schon. Also erinnert dich wahrscheinlich an deinen Vater, ob zu Recht oder zu Unrecht. Und ja, du könntest mal so diese Übung machen, dass du deinen Vater mal so imaginär aus dem Raum rausschickst, wenn du mit deinem Freund zusammen bist. Und mal, ob sich das dann anders anfühlt. Das ist eine ganz coole Übung. Und dann wirst du mit deinem Freund wohl überreden müssen. Ne? Und wenn das wirklich dein Liebeschip ist, Männer, die nicht in ihrer Kraft sind, musst du halt mal gucken, ne? Weil ja, das ist ein schmaler Grat. Ne? Natürlich soll ein Mann seiner Polarität sein, aber natürlich soll er auch mal Schwäche zeigen können. So, ne? Und sensibel, ja, aber dein Vater jetzt nicht in der Polarität, das würde ich mal so richtig erforschen. Kannst ja auch mal in Datingkurse reingucken. War jetzt nur sensibel, heißt auch nicht per se nicht in der Polarität, ne? Aber könnte, aber Muttermacherin hört sich jetzt nicht so an, als wenn es da so die, ja, das wird, ja, dass so deine Eltern da so in ihrer Polarität waren, wahrscheinlich auch nicht, ne? Dann gibt es so ähnliche Themen, ne? Ich schätze die sensible Seite an meinem Freund aber auch sehr. Er ist der erste Mann, bei dem ich das Gefühl habe, dass ich mich mehr zeigen kann, wie ich bin. Das ist gut.
Das ist was Neues für mich. Er hat oft großartige kreative Ideen und Lösungen in der Theorie und wir planen und erleben gemeinsam kleine Abenteuer im Alltag. Okay, ich habe das Gefühl, wir lernen viel voneinander. Wir haben ein gemeinsames Hobby. Ich kann mit ihm über meine Therapie sprechen. Ja, hat dein Mann denn auch ein eigenes Leben, ein eigenes Hobby, eigene Freunde? Das wäre für dich auf jeden Fall gut, glaube ich. Themen, die mich immer beunruhigen, sind zum einen meine latente Ablehnung in Bezug auf ihn. Ja, das sollte dich auch beunruhigen. Zum anderen manche Dinge, die er zu mir sagt, nämlich, dass er Angst hat, etwas falsch zu machen, dass er das Gefühl hat, oft ging es nach meinem Kopf. Ja, da könnte man ja schon denken, dass er auch so Pluspol-Themen hat und du jetzt ein bisschen ins Minus rutscht, mit dem Angst, etwas falsch zu machen. Echt spannend. Und wenn er das Gefühl hat, es geht nach deinem Kopf, ja, wieso macht er nichts dagegen? Das ist wieder das Polaritätsthema, weil ich glaube schon, dass Frauen einen Mann auch häufig so ein bisschen unbewusst rausbringen wollen, also gucken, ob sie einen Mann rausbringen können aus der Polarität. Weil sie irgendwie damit gucken, ist er noch der starke Mann, so, ne? Und ja, das wären so Momente, wo er sagen könnte, hey, ja, heute geht's mal nach mir, ne? Also wo du auch vielleicht diese Macherinnenrolle übernimmst von deiner Mutter, weiß ich nicht. Und er kommt da so ein bisschen in die vielleicht unterlegene Rolle, das fühlt sich aber nicht sexy an. Und da müsste er, das musst du ihm vielleicht mal dringend sagen, oder kannst ihm, weiß ich nicht, Buch schenken bringt ja immer nicht viel, aber wäre mal gut, er würde so ein Buch lesen über Polarität, Weg des wahren Mannes zum Beispiel, oder kann auch in mein Buch reingucken, dass er da, ja, mal so ein bisschen mehr die Zügel in die Hand nimmt. Ich glaube, das wird euch beiden gut tun. Wird ihm gut tun, wird dir gut tun, ne? In einer Beziehung muss gut verhandelt werden. Das Interessante ist, dass ich ja wusste, dass er etwas unerfahren ist. Wenn ich nun aber mit dem Verhalten, was damit zu tun hat, konfrontiert bin, will ich es nicht wahrhaben. Ja, zumindest kommt er hier erstaunlicherweise nicht so bindungsängstlich rüber, was man hätte erstmal vermuten können nach dem Anfang der Mail. Insofern ist es jetzt nicht wirklich toxisch, ja, sondern ja, ein bisschen darunter angesiedeltes Beziehungsproblem, was natürlich auch sehr störend sein kann, ne? Ja, ich sagte gleich mal was noch zu. Mich beunruhigt auch etwas, dass ich seit einiger Zeit, seitdem wir jetzt ungefähr 2 Jahre zusammen sind, weniger Lust auf Sex mit ihm habe. Ja, gut, ein bisschen weniger wäre noch okay, aber wahrscheinlich doch dann, wenn man das schon so äußert, spürbar weniger. Das ist natürlich auch ein Warnzeichen, ne? Die Chemie ist weniger als am Anfang. Hat diese Beziehung eine Chance? Ja, da sie nicht hochtoxisch ist, so wie sie das hier darstellt, hat sie natürlich eine Chance. Kann ich auch letztlich immer nicht sagen, ob eine Beziehung auf gar keinen Fall eine Chance hat, aber klar, es gibt so gewisse Wahrscheinlichkeiten. Aber ja, ich würde mir ja schon so einen Zeithorizont setzen, weil vielleicht wird es ja auch, vielleicht bist du auch Anfang 30, willst auch wissen, wo es weitergeht mit dir im Leben und möchtest auch eine Klarheit haben über diese Beziehung. Also insofern würde ich mir schon Zeithorizont setzen, wo das besser werden soll. Ne? Ich empfehle da immer so 3 bis 6 Monate. Und klar, jetzt nach 2 Jahren kann man auch mal, könnte man jetzt auch mal eine Paartherapie machen. Es ist immer noch relativ früh. Kann man sich mal überlegen, macht man sich wirklich die Mühe oder guckt man, dass man seine eigenen Themen dann noch ein bisschen glatt zieht, also mit deinem sensiblen Vater, und dann guckt, ob es jemand gibt, der einfach noch mehr mit dir kompatibel ist. So, andererseits ist da ja auch viel, was funktioniert. Also insofern macht da ein Gespräch schon Sinn, ne? Vielleicht kannst du ihn auch mal mitnehmen zu deiner Therapeutin. Und aber ich glaube, du musst dich noch ziemlich klar sagen. Also ich höre ja vor allen Dingen ein Polaritätsthema. Und was vielleicht bei dir ein bisschen härter reinschlägt, weil du schon so auf deinem Liebeship da diesen vielleicht auch nicht in seiner Polarität gewesenen Vater hast irgendwie, was du dann vielleicht so Männer einerseits vertraut findest, gleichzeitig turnt es dich aber ab, genauso wie dein Vater dich auf einer anderen Ebene vielleicht ein bisschen abgeturnt hat, als Vater. Und da muss man mal gucken, wer dann welchen Anteil hat, ne? Aber
Da ist meistens, diese Polaritätsthemen ist meistens leichter, wenn der Mann die angeht, weil dann die Frau häufig so automatisch mit reinrutscht. Da würde ich ihm schon sagen, ey, so, geh mal 4 Wochen auf die Bohrinsel. Also, natürlich jetzt nur mal so als Metapher, ne? ja, weil das ist auch ein Thema, was viele Männer haben. Ich hatte das früher auch, weil ich bin auch eher sensibel und war dann, ja, hab da zu viele Erwartungen gehabt, vielleicht manchmal an Beziehungen, wie das dann so ankommt. Und also ich habe mir das so abgewöhnt, dass ich wirklich Mühe habe. Also für mich ist auch viel wichtiger, in der Polarität zu sein, als alles andere, hätte ich fast gesagt. Weil ich finde, das ist so die Basis irgendwie. Ich muss da schon immer aufpassen, dass ich nicht zu sehr in die andere Richtung rutsche und dann das ist mir so eingehämmert worden vom Leben, also dass ich wirklich aufpassen muss, dass ich überhaupt schwache Seiten wirklich zeige in einer Beziehung, weil ich ja, wie gesagt, weil ich das so wichtig finde, dass man voll in seiner männlichen Polarität bleibt die ganze Zeit, weil das macht viele Sachen einfach so viel einfacher. Und ja, das wäre für ihn, also wenn du ihm das irgendwie nahe bringen kannst, er muss es natürlich für sich machen, du kannst es nicht für ihn machen, hat er eine Menge gelernt und eure Beziehung läuft vielleicht auch besser dann. Also insofern, aber so ist schon ein dickes Brett, ne? Da muss man schon überlegen, lässt sich das jetzt noch, weil er muss natürlich besonders viel machen, um diese 2 Jahre erstmal wieder glatt zu ziehen, wo du schon eine andere Erwartungshaltung von ihm hast, so, ne, da muss er schon sehr deutlich neues Verhalten zeigen, so. Aber ich sage jetzt ganz bewusst nicht, es ist nur sein Thema, weil vielleicht bist du da auch ein bisschen sehr streng, so, ne. Zumindest hat er dir gesagt, also er hat gesagt, was mit ihm ist, er liefert ab das, was mit ihm ist, also er hat dich da jetzt irgendwie nicht manipuliert, er ist ja einfach nur ein bisschen zu needy, ne, und das müsste jetzt, glaube ich, mal ein bisschen antickern. Was mir halt auffällt, ist, dass du es weder mit deiner Therapeutin noch mit ihm klar ansprichst. Das wäre, glaube ich, der nächste Step für dich. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.